Hallo Fahrerfreunde, heute habe ich euch ein E-Trekking-Bike mitgebracht, das aktuelle Bergamont E-Horizon Edition 5. Hier als Lady-Variante, wie ihr seht, mit einem Trapezrahmen, ist halt auch ein relativ kleiner Rahmen. Trapezrahmen bedeutet erstmal, wie gesagt, dass ihr diese zwei Rahmenrohre habt, wo das obere etwas abfällt. Damit ist der Durchstieg ein bisschen niedriger und man kann es auch entspannt mal mit dem Rock fahren. Das ist die eigentliche Idee dahinter, aber natürlich kann man das auch als Mann genauso gut nutzen. Der tiefere Durchstieg ist natürlich auch für den Herren von Vorteil. Aber darum geht es uns jetzt gar nicht so sehr, sondern wir wollen uns eigentlich das Rad mal ein bisschen genauer anschauen, wollen euch das mal vorstellen und wollen euch mal zeigen, was hier eigentlich alles drinsteckt. Fangen wir aber erstmal an mit dem gut verarbeiteten Aluminiumrahmen. Also ihr seht, der Rahmen nimmt hier auch alle Komponenten richtig schön auf, also vor allem eben den Antrieb, ja, und den Akku, der hier drin steckt. Ja, ihr seht, dass der Rahmen direkt eben gebaut ist für die Aufnahme des Bosch-Motors. Der verschwindet hier richtig schön unten am Unterrohr und also mehr im Tretlagerbereich. Und am Unterrohr verschwindet auch der Akku wunderschön. Dazu gibt es noch eine schöne Integration eben auch der Züge hier eben durch das Steuerrohr, ja, sodass der Rahmen insgesamt eigentlich sehr clean aussieht und ja, recht sportlich daherkommt dadurch eben auch. Das gefällt mir ganz gut. Was mir aber, wo wir gerade beim Thema Rahmen sind, immer noch am besten gefällt an dem Rad und deswegen wollte ich es euch auch unbedingt mal zeigen, ist diese schöne Farbe. Die Farbe ist so ein, wie soll ich sagen, so ein helles Blau. Irgendwie so in die Richtung, schwer zu beschreiben. Also schaut es euch einfach mal an, ist halt wirklich ein richtig, richtig schönes Rad, so wie es hier steht. Also wirklich mit der sportlichen Silhouette und der schönen Rahmenfarbe ein echter Hingucker. Deswegen wollte ich es euch nicht vorenthalten. Aber mit der Schönheit des Rades hört es natürlich nicht auf. Wir haben natürlich auch aktuelle E-Bike-Technik von Bosch drin. Also verbaut ist ein Bosch Performance Line Motor. Das heißt, das ist ein sehr dynamischer Motor, der euch eben auf Trekkingtouren auch eben entsprechend kraftvoll unterstützt. Dabei aber gleichzeitig, wie gesagt, sehr harmonisch von der Abstufung her ist, vom Anfahrverhalten her, ja, dass er eben auch für die täglichen Wege in der Stadt, jetzt beispielsweise, wenn es von der Ampel wieder losgeht, immer schön unterstützt, immer schön dabei ist. Mit 250 Watt ist er dabei. Und daneben habt ihr natürlich auch noch ein vernünftiges Display. Und das ist nicht nur irgendein Display, das ist das Bosch Intuvia 100 Display. Das sitzt hier so mittig am Lenker. Ist daher eigentlich immer schön im Fokus des Sichtfelds und ihr habt natürlich dann auch über die Lenker Remote die Möglichkeit, eure Fahrmodi durchzuschalten und alle wichtigen Fahrdaten eben durchzuschalten, sodass ihr alles wirklich auf einen Blick habt. Und das Tolle ist, das Display ist halt auch wirklich groß, kontrastreich und immer gut abzulesen. Also hier eine sehr coole Sache, die Bergamont ans Rad gebaut hat, von Motor und Display, alles sehr harmonisch abgestimmt. Der Akku selber, habe ich ja schon gesagt, der versteckt sich hier richtig schön im Unterrohr. Ist ein 500 Wattstunden Powertube Akku, deswegen also auch so schön zu integrieren mit 500 Wattstunden. Daneben auch für eine ordentliche Trekkingtour ausreichend Kapazität, sodass ihr halt wirklich auch mal eine schöne Tagestour mit Unterstützung fahren könnt. Daneben haben wir natürlich auch noch die herkömmliche Fahrradausstattung. Also wir haben hier eine 10-fach Shimano Deore Kettenschaltung dabei, die auch über einen Deore Rapid Fire Schalthebel angesteuert wird. Also da habt ihr dann halt auch wirklich präzise Gangwechsel. Das ist schon eine sehr sportliche Schaltung. Da seht ihr schon, wohin die Reise eben auch geht mit dem Rad, eben auf sportliche Trekkingtouren. Dann natürlich hydraulische Scheibenbremsen sind verbaut. Die Shimano MT200 sind so ein bisschen der Klassiker, am weit verbreitetsten in dem Trekking-Segment. Also hydraulische Scheibenbremsen mit 180er Scheiben vorne und hinten. Da habt ihr dann eben auch entsprechende Bremskraft, wenn ihr sie mal braucht. Und vor allem eben auch bei allen Witterungsbedingungen mit wenig Bedienkräften, hohe Bremskräfte. Immer eine coole Sache und beim E-Bike auch nicht mehr wegzudenken. Daneben gibt es natürlich auch noch die Standard-Tracking-Ausstattung, was Gepäckträger betrifft. Hier habt ihr einen 25 Kilo belastbaren Gepäckträger für Taschen. Könnt aber auch mal eben was auf die Schnelle draufklemmen. Ein paar vernünftige Schutzbleche sind auch installiert, sodass ihr da eben auch, wenn das Wetter mal umschlägt oder ihr auch im Regen mal auf Arbeit fahren wollt, nicht nass oder schmutzig werdet. Also hier wirklich auch eine stabile Geschichte, gefällt mir ganz gut, da klappert nichts. Ja, ist halt alles schön fest am Rad montiert. Und was darf nicht fehlen? Natürlich auch eine Lichtanlage. Ich finde besonders schön, wie die Lampe hier oben integriert ist. Also die Lampenhalterung hier mit dem Vorbau sich verbindet. Also hier eine coole Sache.
Die Lampe selber ist eine Busch und Müller, habt ihr vorne, hinten, halt natürlich dann auch am Gepäckträger, so dass ihr dann nicht nur was seht, sondern eben vor allem auch gesehen werdet. Ist für euch Pendler vielleicht auch gar nicht so unentscheidend. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist die Federgabel. Hier ist vielleicht ein kleiner Nachteil zu sehen, das ist halt eine relativ herkömmliche Stahlfedergabel, da könnt ihr nur den Preload einstellen. Hätte ich mir für so ein schickes Rad auch eine etwas schickere Federgabel gewünscht, weil die Stahlfedergabeln, so wie sie hier sind, immer noch ein bisschen schwer sind im Vergleich zu den Luftfedergabeln. Aber das ist nur so ein kleines Manko. Ihr habt hier 75 mm Federweg. Das ist auf jeden Fall für das, was euch auf Trekkingtouren begegnet, auf jeden Fall ausreichend. Und auf meiner kleinen Fahrt hierher habe ich jetzt auch nicht weiter große Nachteile davon gespürt. Noch ein Highlight meines Erachtens nach ist die Bereifung mit 55 mm breiten Schwalbe Energizer Plus Reifen. Es ist halt ein E-Bike-spezifischer Reifen, der aber halt auch wirklich eine schöne Breite mitbringt, um halt wirklich viel Traktion zu haben und viel Komfort auch nochmal zusätzlich ans Rad zu bringen. Ist hier auch wirklich eine pannensichere Geschichte. Ja, damit kommt ihr dann halt auch sorgenfrei eure Trekkingtouren lang oder eben auch für die täglichen Wege in der Stadt gut geeignet. Aber wie gesagt, durch die Breite allein mit 55 mm halt wirklich eine echte Sänfte dadurch. Also cooler Reifen, coole Reifenwahl hier von Bergamont, finde ich gut, gefällt mir gut. Und noch ein Wort zu den letzten Komponenten, die ich noch nicht erwähnt habe. Das sind die, zum einen die Felgen. Da habt ihr vernünftige Aluminium-Hohlkammer geöste Felgen. Die sind dann auch entsprechend belastbar. Und Aluminium-Lenker-Vorbau. Sattelstütze, auch alles aus Aluminium, unterstützt so ein bisschen die Sportlichkeit des Rades. Ja, der Lenker ist relativ gerade. Und was halt auch ganz cool ist für alle, die es nicht ganz so sportlich mögen, ist, dass der Vorbau nochmal in der Höhe auch verstellbar ist. Und ja, also ihr könnt ja so ein bisschen den Winkel noch optimieren, wenn ihr ein bisschen aufrechter drauf sitzen wollt. Das ist eine ganz coole Sache. Der Sattel ist hier bei der Ausführung mit dem Trapezrahmen ein bisschen breiter, ein bisschen ja, komfortabler, möchte ich sagen. Passt eigentlich auch für alle, die ein bisschen Komfort eben auf einer langen Trekkingtour brauchen. Von Syncross das Ganze, also hier auch eine ganz sinnvolle Wahl für das Fahrrad. Noch ein Wort zum Gewicht. Das Rad wiegt laut Hersteller 28,2 Kilo. Ist jetzt ein bisschen über dem Durchschnittsniveau, hängt aber vor allem wahrscheinlich mit der etwas schwereren Federgabel zusammen. Aber wie gesagt, wenn man drauf sitzt und fährt, dann spielt das eigentlich keine große Rolle mehr. Ist mir zumindest nicht aufgefallen. Ansonsten gibt es das schöne, sportliche und elegante Gesamtpaket für 3.499 Euro, was auch ein Preis ist, der meines Erachtens angemessen ist für die Ausstattung und für dieses schöne Fahrrad. Wie gesagt, kann ich es euch nur empfehlen für alle, die so ein bisschen ein sportlicheres Trekking-E-Bike suchen, das jetzt nicht ganz so den Preisrahmen sprengt. Für die würde ich das Bergamont E-Horizon Edition 5 auf jeden Fall empfehlen. Aber wie gesagt, für mich das echte Highlight ist halt einfach diese schicke Optik. Also kommt mal vorbei, setzt euch mal drauf, probiert es mal aus. Wir haben die Bergamonts auch bei uns jetzt in den Läden stehen. Da könnt ihr die gerne mal ausprobieren, ein paar Probefahrten machen. Und wenn euch das Rad gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch Fragen habt zum Rad, könnt ihr die auch gerne in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald und ciao bei Lucky Bike TV.